So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension, dem Let's Play und dem Regelerklärvideo zu La Granja No Siesta, quasi das Würfelspiel zu La Granja. Ich werde jetzt eine Zwei-Spieler-Partie zusammen mit Dave spielen. Das heißt, wir werden euch das Spiel einmal vorspielen, dabei alle Regeln und Mechaniken erklären. Kann sein, dass sich da im Eifer des Gefechts irgendwie ein kleiner Fehler oder so einschleicht. Deswegen auf jeden Fall ruhig, nachdem ihr dieses Video geguckt habt und das Spiel spielen wollt, nochmal die Anleitung lesen. Ich finde, sowas ist immer deutlich leichter, wenn man einmal gesehen hat, wie das Spiel so grundsätzlich abläuft. Und wir werden euch jetzt, ich weiß nicht, ob wir euch eine ganze Partie zeigen werden, abhängig davon, wie lange das dauert. Vielleicht spüre ich noch zur Schlusswertung vor oder so, da gucken wir gleich mal. Aber prinzipiell werden wir jetzt einfach gleich spielen. Ich habe La Granja, das große Spiel, zwar hier, aber noch nicht gespielt. Da ist leider die Anleitung so ein Ding, das irgendwie mir im Weg steht. Das ist, glaube ich, ein sehr cooles Spiel, weil es auch so ein Spiel ist, wo man seine Karten auf verschiedenste Arten und Weisen nutzen kann, um damit irgendwie Felder auszubauen, Gebäude, irgendwie Ernte, keine Ahnung, so ein Spiel, wo man halt Karten auf vielfältige Arten und Weisen nutzen kann. Die mag ich ja prinzipiell immer sehr gerne. Vielleicht spiele ich es einfach mit irgendwem, der schon gespielt hat. Dann ist da, glaube ich, der Einstieg euch leichter. Aber jetzt geht es erstmal um La Granja No Siesta. Und zwar geht das Spiel generell so los, dass der Startspielerschwein hat, würfelt und sich dann ein der Ressourcen Würfel aussucht, den er jetzt gerne benutzen möchte. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte einfach mal gerne hier diesen Esel nehmen, dann lege ich auch gleichzeitig einen dieser Ressourcenmarker auf das Feld mit dem Esel. Dann darf sich der Mitspieler Dave einen Würfel aussuchen und er nimmt jetzt so ein Geldstück. Das heißt, er legt so einen Marker hier auf, um anzuzeigen, dass er die Ressource Geld hat. Und dann nimmt der Startspieler wieder die anderen Würfel, würfelt und darf sich jetzt wieder eine dieser Ressourcen aussuchen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, mein Plan geht auf, warum werdet ihr gleich sehen. Ich nehme mir diese Weintrauben hier und lege so einen Weintraubenmarker dort ab. Dave denkt sich, ach naja, Geld kann auch nicht schaden, ist ja gerade das, was er haben möchte. Also legt er noch so einen zweiten Geldmarker hier drauf und jetzt wird der letzte verbliebene Würfel nochmal genommen, gewürfelt und das bedeutet, jetzt bekommen einfach alle nochmal ein Geld. So, und dann findet die Wertungsphase statt, die kann man in den ersten Partien so nacheinander machen, damit jeder sieht, was die anderen machen, aber es empfiehlt sich, das dann später in folgenden Partien gleichzeitig zu machen, weil das Spiel auf jeden Fall stark beschleunigt. So, jetzt kann man sich angucken, was für Ressourcen man zur Verfügung hat. Ich habe einen Esel, einmal Weintrauben und einmal Geld zur Verfügung und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich benutze den Esel, um hier das Feld anzukreuzen, die Wein kaufen, um hier das Feld anzukreuzen und jetzt darf ich am Ende der Runde einen Helfer einstellen. Das heißt, dazu gucke ich mir hier die Plättchen an und suche mir dann einen davon aus. Im Prinzip ist die Runde jetzt auch schon gleich beendet. Ich muss mir jetzt noch überlegen, was ich mit dem Geld mache. Das kann ich entweder hier oben hinmachen, um am Dach zu bauen. Da muss ich aber ganz links anfangen und mich dann in Fallrichtung vorarbeiten. Da kriege ich auch so Dachbonusplättchen. Das gucken wir uns gleich vielleicht mal näher an. Ich könnte hier noch einen weiteren Helfer schon mal so die Grundlage ankreuzen. Ich könnte, hier kann ich das Geld nicht verwenden. Das heißt, ich könnte dann überlegen, ob ich vielleicht hier arbeiten möchte an diesen Handelskarren, aber da muss ich mich auch in meine Pfeilrichtung vorbewegen. Das heißt, wenn hier ganz links kein Geld ist, kann ich das nicht ankreuzen. Das heißt, also das werdet ihr gleich alles noch genauer verstehen. Ich werde jetzt erstmal hier ein Kreuz machen und habe damit dann das Geld verbraucht. Und jetzt kann ich mir eben einen von diesen Helfern hier aussuchen und den auf das entsprechende Feld legen. Und das heißt, ich wähle jetzt dieses Plättchen, lege das dahin, habe damit diesen Helfer freigeschaltet und hier haben wir das gleiche Symbol wie hier und die Art, was es bedeutet. Einmal pro Wertungsphase kann ich quasi das Ding benutzen, um den in jeweils Pfeilrichtung zu schieben, was allerdings auch bedeutet, dass ich nicht aus dem Esel einen Hut machen kann oder irgendwie aus dem Hut so eine Handelsware. Das ist quasi so ein Joker, wo man Hüte verbraucht, sehen wir gleich. Aber damit kann ich einmal quasi mir die Ressource holen, die ich vielleicht gerade brauche. Also das macht mich sehr flexibel. Die anderen Dinger sind auch nicht schlecht, aber den Helfer hole ich mir jetzt erstmal. So, Dave hat ja jetzt drei Geld, das heißt, ihr könnt hier auch bei den Dächern was ankreuzen, auch bei den Helfern. Oder er kann ja so einen Fernhandel machen. Beim Fernhandel muss man die dort abgebildeten Waren immer alle auf einmal haben. Das heißt, er hat jetzt drei Münzen in einer Runde. Das heißt, er kann die quasi benutzen, um hier Fernhandel zu machen und bekommt dafür eben zwei Punkte am Spielende. Hat dann aber auch alle drei Münzen aufgebraucht, bekommt jetzt aber so eine Handelsgut quasi als Ware. Das ist quasi ein Joker, dass er für alle anderen Waren benutzen kann. Damit ist die Runde auch schon wieder zu Ende. Das heißt, das Startspielerschwein geht weiter. Man nimmt sich dann die anderen fünf Würfel. Und ihr ahnt es, wenn man zu dritt spielt, immer noch zwei Würfel dazu. Wenn man zu viert spielt, immer noch zwei weitere Würfel dazu. Es gibt dann noch die Variante hier mit diesen Spezialhelfern. Normalerweise hat jetzt immer in dem Basisspiel, sage ich mal, jeder Spieler seine eigenen Helfer, sein eigenes Set aus Helfern, die im Prinzip bei allen Spielern gleich sind. Wenn man dann mit mehr Leuten spielt, zum Beispiel zu zweit, dann nehmt ihr nur ein Set von diesen Helfern und dann eins von diesen allgemeinen Helfern. Das macht das Spiel so ein bisschen
noch, ja, noch interessanter auf jeden Fall. Zum Kennenlernen reicht das aber, wenn man das erstmal in dieser Variante sieht. Also nimmt Dave sich jetzt die Würfel und überlegt dann, was er gerne hätte. Er sagt sich mal, er nimmt sich so einen Hut, um euch auch mal die Hüte zu zeigen, legt da einen Marker drauf. Ich hätte gerne auf jeden Fall das Geld, um da mal ein bisschen voranzukommen. Und dann nimmt sich Dave die Würfel, würfelt, nimmt sich jetzt einfach mal noch einen Hut, legt dann noch einen Hut da drauf. Ich hätte gerne ein Schwein. Und dann kriegen wir alle so eine Weintraube. Also Schwein, Weintraube, Weintraube. So, bei Dave ist das jetzt kurz und schmerzlos. Er nimmt seine beiden Hüte, um hier auf dieser Siesta-Skala für jeden Hut ein Feld vorzugehen, also zwei Felder. Und da er jetzt hier auf diesem Feld ist, heißt das, er bekommt diesen Marker, womit er potenziell mehr Waren bekommen kann. Außerdem hat er ja noch diese Weintraube hier und dieses Handelsgut und die kann er jetzt zum Beispiel benutzen, um hier auch, ne, mit der Weintraube das Ding anzukreuzen und das Handelsgut quasi als Esel zu benutzen, um sich auch so einen Helfer freizuschalten. Und er nimmt sich dann diesen Helfer hier, um bei der Dächerwahl, wenn er hier oben in den Dächern baut, ein bisschen mehr Auswahl zu haben. So, warum ist es wichtig, hier mehr von diesen Scheiben zu haben? Es gibt ja auch diese Würfelseite, die man durchaus nehmen kann. Es könnte ja sein, dass Dave irgendwie diese drei Würfelergebnisse hat. Und wenn er nur vier Scheiben hätte, könnte er halt in dem Fall, würde er für diesen Würfel die beiden Ressourcen bekommen. Na, für den Würfel dann die beiden Ressourcen. Und der Würfel wäre dann quasi schon übrig. Also braucht er auf jeden Fall mehr Würfel, wenn er sowas häufiger mal nutzen möchte. Und wenn er so eine Handelsware hier bekommt, dann die kann man auch speichern mit mehr Runden, wenn man es möchte. Sollte man eigentlich nicht, aber selbst dann gehen einem hier irgendwann die Scheiben aus. Und wenn man einen Würfel kriegt, aber hat die entsprechende Scheibe nicht mehr, dann kann man sich die Handelsware auch nicht mehr nehmen. Das ist natürlich ein bisschen doof dann. So, da bin ich dran. Ich kann jetzt gleich schon mein Helferplättchen geschickt nutzen. Ich kann nämlich einmal hier das Schwein nehmen und das Schwein hier ankreuzen. Dann kann ich das Helferplättchen benutzen, um den hier hinzuschieben und dann auch wegzunehmen. Dann habe ich hier das Korn auch schon fertig. Und dann, das kann ich erst am Ende der nächsten Runde benutzen, ein bisschen schade. Dann benutze ich jetzt mal, also erstmal die Münze hier und mache hier noch kein Kreuz hin, sondern kreuze erstmal vielleicht hier diesen Helfer an, der mir auch nachher zwei Punkte bringt. Und jetzt darf ich mir dann am Ende der Runde so ein Plättchen nehmen und dann nehme ich mir auch dieses Dächerauswahlplättchen und ja, was das bringt, zeige ich euch dann auch gleich einmal in Aktion. So, und dann ist auch die Runde schon wieder zu Ende. Das Spiel geht übrigens so lange, bis irgendein Spieler mit seinen Hüten hier ganz oben ist. Das heißt, dann bin ich wieder der Startspieler, nehme also wieder die Würfel und darf mir zuerst was aussuchen. Da ich jetzt hier dieses Dächerauswahlplättchen habe, nehme ich mir auf jeden Fall die Münze, weil ich jetzt hier die Dächer fertig machen möchte. Und Dave hat das Plättchen ja auch. Also sagt er sich, hey, weißt du was, das kann ich auch mit den Münzen. Dann nehme ich die restlichen Würfel, würfe die mal wieder. Und ja, dann könnte ich mir jetzt schon so ein Schwein nehmen und lege hier den Marker hin. Dave nimmt sich auf jeden Fall mal diese beiden Waren hier und darf dann hier jeweils entsprechend einen Marker hinlegen. Und als letztes bekommt jeder noch ein Schwein. So, und ich kann jetzt einmal hier das Geld benutzen, um hier das letzte Feld anzukreuzen in der Reihe. Und dann darf ich mir jetzt hier aus diesen Dachplättchen zwei aussuchen und darf die halt dann einmal im Spiel benutzen. Das heißt, das hier wäre einfach nur ein Siegpunkt, das hier wäre einmal die entsprechende Ware. Und dann nehme ich mir jetzt einfach mal das Ding hier, lege das dahin und kann das jetzt halt irgendwann im Spielverlauf nutzen und muss es dann umdrehen. Den anderen lege ich wieder zurück in den Vorrat, mische den da wieder mit rein. So, dann habe ich ja noch zwei Schweine, das heißt, ich könnte jetzt hier das Schwein ankreuzen und hier, wie gesagt, hier muss ich das ja in Pfeilrichtung machen. Hier brauche ich dann noch drei Esel und diesen Marktkarren, wo halt eher die schweren Waren drauf sind, die ganzen Schweine, zum Markt zu ziehen. Und dafür bekomme ich am Spielende 9 Punkte, bekomme wir noch so eine extra Wertung, die wir nachher sehen, so eine Handelsware, so ein Joker, das gucken wir uns alles dann. Aber wie gesagt, ich muss die hier der Reihe nach ankreuzen. So, dann ist Dave dran, Dave kreuzt auch hier das Schwein an und das Korn. Und kreuzt dann hier noch die Ware an. Und mit der Münze baut er sich auch schon mal so einen Arbeiter vor. Zack, und dann ist er damit auch schon wieder durch. Darf sich jetzt aber noch einen Arbeiter aussuchen. Da er Flexibilität auch toll findet, nimmt er auch einfach mal diesen Marker hier. So, dann wechselt auch das Startspielerschwein wieder. Jetzt wird geguckt, was nehmen wir hier für Marker. Man sollte ja irgendwie so einen groben Plan haben. Und Dave möchte einfach mal so eine Weintraube haben. Ich hätte ganz gern so einen Hut, also nehme ich mal so einen Hutmarker. Dann werden die Würfel wieder genommen, gewürfelt. Und dann gucken wir, ich hätte gerne ein Schwein, das gibt's aber nicht. Also kann Dave erstmal gucken, was er sich nimmt. Und ja, Dave nimmt sich einfach mal den Marker hier. Bekommt dann diese beiden Ressourcen. Dann nehme ich mir einfach mal prophylaktisch noch so eine Münze und lege die hier hin. Und wir beide bekommen dann
nochmal so eine Weintraube oder Weinrebe. So, dann darf Dave zuerst, und Dave hat ja zwei Weintrauben, also kann er hier die beiden ankreuzen. Dann hat er noch das Ding hier, das ist natürlich ganz gut, weil das muss ja in aufsteigender Reihenfolge gemacht werden. Und mit der Ähre, da kann er jetzt mal zum Beispiel hier das Ding ankreuzen. Also ich kann jetzt den Hut nehmen, um entweder hier auf dieser Leiste voranzugehen, das möchte ich aber nicht. Ich kreuze lieber hier unten den Hut an. Und dann ist das fertig. Mit der Münze. Die Münze kann ich jetzt hier einmalig hier rüberschieben, um da so ein Schwein draus zu machen. Dann kommt das hier auch weg. Und dann brauche ich jetzt die Weintraube. Aber damit kann ich auch einfach hier mal ein Kreuzen machen. Oder, ne? Kein Kreuz, aber ihr versteht, was ich meine. Und dann ist das auch schon wieder fertig. Dann geht das Startspielerschwein wieder rüber. Und ich darf jetzt alle Würfel würfeln und mal gucken, was ich hier so Tolles machen kann. Ich brauche natürlich Geld. Danach dann schon wieder ein Schwein. Also hoffe ich mal, dass ich irgendwie in das Geld komme. Nehme ich mir erstmal hier das Schwein. Dave möchte auf jeden Fall den Marker hier nehmen. Oh, das habe ich gerade gar nicht runtergemacht. Nimmt sich dann die beiden Sachen hier. Dann wird nochmal wieder neu gewürfelt. Ja, keine Münze für mich. Das ist natürlich doof, aber ich nehme mir einfach mal hier die Weintraube. Lege dann den Marker hier hin. Und Dave hätte gerne, er hätte vieles gerne, aber nimmt sich jetzt erstmal den Hut und legt dann so einen Hutmarker hier hin. Und jetzt gibt es für beide nochmal sowas hier. Das heißt, da bekomme ich diese beiden Ressourcen und Dave hat Gott sei Dank noch genug Marker über, also kann er die beiden hier hinlegen. Und jetzt darf ich wieder zuerst ankreuzen. Wie gesagt, normalerweise würden wir das auch gleichzeitig machen. So, das heißt, ich kann jetzt wieder einmalig den hier rüberschieben, habe damit das Ding genutzt und habe jetzt eine Münze, die ich hier unten ankreuzen kann. Dann ist das weg, dann kann ich mein Schwein benutzen. Das heißt, ich bin hier fast fertig und bekomme dafür immer 9 Punkte. Das ist echt ganz gut. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte auch gerne noch hier ein Kreuzen machen und hier, also ne, kein Kreuz war, und dann habe ich die beiden auch benutzt. So, und Dave kann dann das Ding hier ankreuzen, damit kommt er mir jetzt ein bisschen in die Quere. Dann kann er auch den benutzen, um den einmalig hier rüber zu schieben. Dann hat er hier den angekreuzt. Dann kann er hier noch diese, was auch immer das sein soll, ankreuzen. Da müsste ich vielleicht einfach mal in der Regel nachlesen, da steht bestimmt drin. Und jetzt hat er noch einen so ein eine Olive über und damit kann er zum Beispiel hier mal so ein Kreuzen machen, das ist auch fertig. Dann hat er fast alles benutzt, außer seinen Hut, und der war eigentlich hierfür gedacht. Das heißt, mit dem Hut geht jetzt einfach mal auf der Leiste vorwärts, weil das ist natürlich auch, wird das Spielende ausgelöst, wenn er da ist, und jedes Feld, das er hier drauf vorgegangen ist, gibt am Ende auch einen Siegpunkt. So, also wechselt das Startspielerschwein wieder und Dave darf jetzt sich zuerst Würfel aussuchen. Das heißt, er würfelt, muss jetzt mal gucken, was er so braucht. Und er nimmt sich auf jeden Fall erstmal einen Esel und legt den Marker hier hin. Ich hätte gerne einen Hut, falls ich noch einen Hut bekomme, nehme ich mir mal einfach so eine Münze, lege den Marker dahin. Dann wird neu gewürfelt. Da ist mein Hut. Dave möchte sich gerne den hier nehmen, also kriegt er die beiden und ich freue mich dann darüber, dass ich meinen Hut bekommen habe. Und dann der letzte Würfel ist ein Hut wieder. Da hätte ich mich ja gar nicht so anstrengen müssen. Das heißt, Dave kreuzt jetzt hier erstmal den Esel an, darf sich dann noch einen neuen Arbeiter nehmen, den er auch erst ab der nächsten Runde einsetzen kann. Und dann nimmt er sich einfach diesen Marker hier. Das heißt, er braucht jetzt keine Esel mehr, um hier die Marktkarren zu ziehen, sondern das funktioniert jetzt wie durch Zauberhand einfach so. So, dann kann er noch das Korn hier benutzen. Hier kommt er leider nicht, auch mit Verschieben nicht ran. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil das Kreuz hier würde er auch gerne machen. Also benutzt er den einfach mal hier. Und mit dem Hut geht er mal wieder ein Feld voran. Ich habe mich da noch gar nicht bewegt. Das ist wahrscheinlich gar nicht so gut. So, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe hier den Hut. Das heißt, hier kann ich das Ding dann ankreuzen. Ha, mir fehlt hier noch dieses Teil. Wie schade. Dann kann ich hier noch das Geld ankreuzen. Das habe ich ja prinzipiell alles, um hier die 9 Punkte einzusacken. Mir fehlen aber noch die 3 Esel. Und da ich diesen Marker noch nicht habe, dass ich einen Eselskarren brauche, würde ich sagen, benutze ich doch diesen Hut einfach mal, um hier vielleicht noch so ein Kreuzchen zu machen und das dann nächste Runde zu bekommen. Das heißt, ihr ahnt es, ich bekomme das Startspielerschwein wieder. Dann würfel ich die 5 Würfel. Und nehmen wir einfach mal das Schwein, das brauche ich nämlich, um das Ganze zu erreichen. Dann darf Dave sich was aussuchen. Dave nimmt sich auf jeden Fall einen dieser beiden Würfel. Der Marker kommt ja auch wieder runter, das vergisst man gerne mal, sollte man immer drauf achten. Dann würfel ich die anderen 3 Würfel und gucke mal, was mir da was bringt. Ja, nehme ich mal so einen Hut, um da auch mal hinterher zu kommen. Und Dave nimmt sich nochmal so einen hier und legt dann hier die beiden Marker hin. Und als letztes schließlich gibt es für beide noch jeweils eine Münze. Das ist auch ganz gut.
Also kreuze ich zuerst mal hier das Schweiner. Es gibt auch zwei Punkte, Mann, das war gut. Und kann mir jetzt schon mal den Arbeit hier nehmen. Den kann ich erst ab der nächsten Runde benutzen, aber dann habe ich das quasi nächste Runde automatisch erfüllt. Das heißt, die anderen Spieler hätten jetzt noch zwei Runden Zeit, das aufzuholen. Hat aber keiner gemacht, also ist alles gut für mich. Den Hut kann ich im Prinzip nur sinnvoll hier auf dieser Leiste benutzen. Das heißt, da gehe ich mal ein Feld vor und dann ist der auch raus. Und die Münze kann ich jetzt zum Beispiel benutzen, um hier mal bei meiner Dachgeschichte voranzukommen. Und dann bin ich durch. Dave konnte sich natürlich richtig viele Ressourcen sichern. Das heißt, er kann erstmal hier diesen Marker benutzen, um den hier rüber zu schieben. Dann kann er das Ding hier ankreuzen. Dann kann er hier jeweils wieder einen runternehmen, um die beiden anzukreuzen. Und dann ist er quasi hiermit fertig. Das heißt, er kriegt hier die 5 Punkte. Und ja, die kann man sich irgendwie einkreisen, das andere irgendwie durchstreichen. Das bedeutet gleichzeitig für mich, ich muss hier die 5 Punkte durchstreichen und kann jetzt maximal noch die 3 Punkte erreichen. Das heißt, nur wer zuerst so ein Ding voll hat, bekommt die Maximalpunktzahl. Der Zweitplatzierte kann dann nur noch jeweils immer 2 Punkte weniger erreichen. So, außerdem bekommt jetzt Dave noch ein Handelsgut, das er quasi hier hinsetzt. Das kann er Joker benutzen, das kann da so lange liegen lassen, wie er möchte. Er darf aber am Rundenende immer nur 1 haben. Und außerdem zeigt das Feld hier auch, dass eine Scheibe jetzt irgendwie wegkommt. Wo kommt die nur hin? Und hier kann er jetzt eine seiner Scheiben hinlegen, zwar auf ein Feld. Es darf auf jedem Feld immer eine Scheibe weniger liegen als Mitspieler mitspielen. Das heißt, im Zwei-Personen-Spiel darf überall nur eine sein. Und hier bekommt man einfach pro Scheibe, die man quasi in seinem eigenen Vorrat hat, nicht die hier liegt oder die man irgendwie Mitspieler platzierte, was auch geht, würde man einen Punkt bekommen. Hier für jeweils ein Set aus allen dreien von diesen, die man auf den Feldern hat, gucken wir uns gleich mal an. Hier für das Dach ein Punkt, hier für das Set von den Tieren Punkte, hier für jeden Arbeiter nochmal ein extra Punkt, hier für jeden erfüllten Fernhandelsauftrag nochmal ein Punkt. Das hier sind die Sets, die mal gemeint sind. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier so 2 ankreuze, habe ein Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte und hier genauso, ne? 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte, 5 Punkte, nochmal extra, zusätzlich zu dem, was man eh schon bekommt. Und da Dave vermutlich alle Arbeiter fertig bauen wird, wird er mal hier so eine Marke hinlegen und hofft, dass sich das auszahlt. Natürlich ist diese Scheibe jetzt aus dem Vorrat erstmal weg. Also, dann geht wieder Startspielerschwein drüber. Ich denke, ihr habt schon so grob verstanden, wie das Spiel funktioniert. Ich habe, glaube ich, auch fast alles schon gezeigt. So, und auch der Startspielerschwein wechselt dann wieder und dann wird eine neue Runde losgehen. Ich würde euch jetzt im Prinzip das Gleiche zeigen, was ich schon die ganze Zeit gemacht habe. Und vom Grundprinzip her habe ich euch, glaube ich, alle Mechaniken gezeigt. Also ihr wisst jetzt, wie das hier mit diesem Dach funktioniert. Da muss man der Reihenfolge aufsteigen, hat immer einfach nur Münzen ankreuzen und unterbringen. Und dann bekommt man dafür diese Dachplättchen. Von denen habe ich noch nicht so viele gezeigt. Das sind einfach Ressourcen, die man dann bekommt und die man gleich verbraten kann. Und ich weiß nicht, ob es da noch irgendwie andere Sachen gibt. Wahrscheinlich schon. Und hier kann man dann zweimalig quasi hier so auch noch irgendwie die Waren verschieben und dann dreht man das um und hat das dann quasi benutzt. Das macht man halt mit den anderen Gütern auch. Punkte, Hüte, so ja, also im Prinzip das kann man da eben alles bekommen und bekommt da eben auch pro Ausbaustufe halt na, hier ein Punkt, zwei Punkte. Das heißt, wenn man das alles angekreuzt hat, voll auf Dächer gegangen ist, hat man allein darüber schon 10, 12 Punkte bekommen, was natürlich echt ganz gut ist. Hier die ganzen Arbeiter, wenn man es die halt schafft, alle freizuschalten, bekommt man dadurch zum einen diese ganzen Spezialfähigkeiten und kann eben nur hier über die Leiste 5 Punkte holen. Hier kann man eben gucken, für jede Kombination bekommt man halt immer einen Punkt, wenn man das alles freigeschaltet hat. Hier braucht man nur zwei Güter, für die man jeweils einen Punkt bekommt. Das heißt, wenn hier zwei Kreuze habe, einen Punkt, hier wird es noch ein Punkt, hier noch ein Punkt, also insgesamt 3 Punkte. Hier bekommt man eben die Punkte für die ja, Karren, die man quasi gepackt hat und zum Markt geschickt hat. Und hier dann eben die jeweils 2 Punkte für so einen erfüllten Fernhandelsauftrag, wobei man jeden davon nur einmal erfüllen kann. Das hier macht man immer in Pfeilrichtung aufsteigend. Man braucht ja die Esel für, außer mal dieses Plättchen, wo man keinen Esel mehr für einen Karren braucht. Hier bekommt man immer, wenn man so ein Set voll in seinem Lager hat, dafür eine Münze, die man sofort aussetzen kann. Das heißt, damit kann man dann im Dach weiterbauen. Das heißt, das Ding hier führt dazu, dass man prinzipiell schneller das Dach fertig hat. Hier bekommt man irgendwie immer, wenn man so einen Fernhandelsauftrag hat, nochmal eines von diesen Gütern, die man auch gleich einsetzen kann. Okay. Und hier kann man quasi so ein Gut einsetzen, um daraus einen Hut zu machen und auf dieser Leiste auch noch voranzugehen. Na, auf dieser Leiste geht man einfach voran, kriegt er Punkte, löst das Spielende aus. Wenn da keiner vorangeht, kann das durchaus lange dauern. Aber es sind auch einfach Punkte, die man sich da holt. Und gerade wenn die Mitspieler nicht vorangehen, dann macht das Sinn, sich da Punkte zu holen. Weil, also in dem Fall jetzt, ne, wenn er jetzt irgendwie vorangehen würde, wäre im Ziel und ich würde mich nur irgendwie noch 2 weiter bewegen, hätte er schon irgendwie 2, 4, 6, 8 Punkte mehr als ich. Und das ist auf jeden Fall schon eine ganze Menge in dem Spiel.
Und dann gibt es eben am Ende auf diesem Markt, guckt man eben halt, ne, wofür kriegt man da nochmal Punkte und schreibt sich die auch noch auf. Und das ist dann so das Gesamtergebnis, das man am Ende hat. Also vom Grundprinzip her einfach ein nettes, einfaches Würfelspiel, wo man eben diese Würfeldraft-Mechanik hat. Das heißt, ne, jeder sucht sich einen raus, kann da aber auch mal gucken, was braucht vielleicht der Mitspieler, was bringt mir gerade auch vielleicht was oder was möchte ich nicht, dass der Mitspieler jetzt diese Runde bekommt. Und dann wird halt nochmal gewürfelt und dann gibt es halt eine Ressource, die dann alle noch bekommen. Das ist natürlich dann Glück, wenn das gerade das ist, was passt. Und man kann das auch mit zwei Spielern, gibt es glaube ich die Variante, dass man sagt, okay, man würfelt irgendwie einmal und dann, so wie ich die Anleitung verstehe, sucht sich einfach jeder Spieler abwechselnd die Würfel aus und der Würfel, der überbleibt, den bekommen dann einfach alle. Das heißt, da hat man dann so ein bisschen mehr Planungssicherheit. Das kann man auf jeden Fall machen, das macht das Ganze ein bisschen strategischer. Wenn man das nicht möchte, ist es halt ein bisschen mehr Glück, vor allen Dingen ein bisschen mehr Taktik, weil man immer gucken muss, was mache ich jetzt mit dem frischen Ergebnis und kann eigentlich langfristig über eine ganze Runde planen. Ja, wie gesagt, das normale La Granja habe ich nie gespielt, leider. Wie gesagt, ich würde das gerne mal spielen, vielleicht komme ich da irgendwann nochmal zu. Und da kann ich nicht sagen, inwiefern das jetzt irgendwie das Spielgefühl von La Granja auch wirklich einfängt. Aber ich denke, wenn ihr das Video geguckt habt, könnt ihr das ganz gut selbst einschätzen. Ich finde ganz gut, dass man hier wirklich so parallel spielen kann. Es ist jetzt nicht so unbedingt das Zugspiel, würde ich mal sagen. Man braucht doch schon ein bisschen Platz, um die Marker, also diese Tableaus auszulegen und seine Ankreuzbögen. Und hier, also man hätte auch einfach sagen können, ich behalte irgendwie die Würfel hier und habe damit dann eine Übersicht. Aber so, ne, wenn der mal durcheinander kommt, ist nicht die Frage, was hatte ich jetzt, war das jetzt irgendwie eine Münze oder war es ein Esel, sondern man weiß einfach, hier liegt der Eselmarker. Das macht durchaus schon Sinn, aber es macht das Spiel halt nicht ganz so transportabel. Spieldauer ist so ungefähr mit 30 Minuten angegeben. Das kommt auch ganz gut hin. Ich glaube, wenn man irgendwann dann wirklich mal darauf achtet, hier auch gezielt voranzugehen, dann sollte man das locker in einer halben Stunde schaffen. Mit zwei Spielern wahrscheinlich ein bisschen schneller, mit irgendwie vier Spielern wird das vielleicht ein bisschen länger dauern. Und ja, jetzt habt ihr mal einen Überblick bekommen, wie La Granja No Siesta geht. Ich hoffe, ihr habt, ja, es sind keine wirklichen Fragen mehr offen. Falls doch, dann einfach gerne einen Kommentar schreiben. Und ja, ansonsten danken Dave und ich für eure Aufmerksamkeit. Wir sagen bis bald und tschüss.